Also langsam habe ich echt das Gefühl, man könnte eine Schallplatte besprechen und das Ganze immer wieder abspielen. Aber wie oft haben wir uns in der letzten Zeit schon darüber unterhalten, was es eigentlich alles an Gründen gibt dafür, sich eine bestimmte Veröffentlichung in die Sammlung zu holen. Und wir sind mittlerweile dabei angekommen, ja, der Film ist definitiv einer, aber es ist definitiv nur einer. Es gibt viele verschiedene Gründe, um sich einen Film dann wirklich zu gönnen, wie in meinem Fall beispielsweise bei der Mediabook-Auflage von Bone Tomahawk. Ein Film, den ich mir jetzt eigentlich per se gar nicht holen hätte müssen, weil ich ihn ja schon habe in der Sammlung. Natürlich habe ich mir damals das wunderschöne Zavi-exklusive britische Blu-ray-Steelbook gegönnt, aber das ist jetzt im Endeffekt einfach nicht genug gewesen, denn LFG hat den Film in zahlreichen Coverauflagen neu aufgelegt, aber dabei auch dieses Meisterwerk aus dem Boden gestampft, gezeichnet von keinem geringeren als dem von mir sehr geschätzten, großartigen Coverartist Adrian Keindorf, der in den letzten Jahren wirklich einige fantastische Artworks gezeichnet hat und ich weiß, auch in der nächsten Zeit einige fantastische Artworks zeichnen wird. Ein paar Ideen kenne ich da ja schon. Was in der nächsten Zeit auf uns losgelassen wird, das wird absoluter Hammer. Aber wir haben mit Bone Tomahawk eigentlich einen absolut genialen Neo-Western mit Kurt Russell und ein wunderschönes Cover-Artwork. Man muss allerdings leider auch dazu sagen, dass das Design, das Adrian Keindorf da abgeliefert hat auf dem Mediabook, finde ich von LFG nicht ganz so präsentiert wird, wie es präsentiert hätte werden sollen. Irgendwie entgeht mir ein bisschen die Wertschätzung für das tatsächliche Motiv. Beispielsweise finde ich den Block mit den Darstellernamen hier links oben viel zu penetrant und aufdringlich. Außerdem weiß ich zwar, das Konstantin-Film, das hier sehr, sehr gerne tut, die Cast-and-Crew-Angaben auf das Frontcover zu fetzen, aber auch das wäre etwas, das ich nicht gemacht habe und hätte man mehr oder weniger nur den Filmtitel Bone Tomahawk ein bisschen nach unten versetzt gepostet, hätte man das weggelassen, hätte man das weggelassen, hätte man dem Cover-Artwork von Adrian Keindorf wesentlich mehr Spielraum gelassen, dann wäre das wahrscheinlich ein im Endeffekt noch schöneres Mediabook geworden. Aber ich möchte natürlich dem Design von Adrian in dem Fall keinen Abbruch tun. Es ist trotzdem ein wirklich schönes Mediabook. Hervorragend getroffen finde ich an der Stelle Kurt Russell bzw. die anderen Charaktere. Wunderschön, wie er in seinem wirklich ganz, ganz eigenen Stil die einzelnen Elemente aus dem Film hier aneinander gefügt hat und das zu einer wunderschönen Collage zusammengefügt wurde. Vor allem eben, wie das Ganze dann hier im Hinter- und Untergrund verläuft, wie dann die einzelnen Farbkleckse dazukommen. Das ist in meinen Augen eine wirklich, wirklich tolle Leistung wieder einmal. Sehr schön hier auch das Spine gestaltet, beziehungsweise auf dem Backcover finde ich es irgendwie auch eigentlich sehr ungewohnt, aber auch eigentlich sehr schön, dass man hier auf dem Backcover wirklich sehr, sehr viel Spielraum für die Fotos von den Charakteren, einerseits eben die Photoshop-Collage, andererseits auf den Pferden gelassen hat und dann eben die tatsächlichen technischen Geschichten nur ganz klein unten vertreten sind. Dafür würde ich allerdings ganz gerne den Designer fragen, was zum Teufel er sich bei der Auswahl der Schriftart für die Inhaltsangabe gedacht hat, weil auf den ersten Blick, ganz ehrlich, wenn ich jetzt da gerade normal hinter der Kamera sitze, habe ich das Gefühl, es ist aufgeblasen und verpixelt von einer Auflösung von einem Bild von quasi 500 mal 100 Pixel einfach darauf gerechnet. Nein, nein, das ist schon die Schriftart, die gehört schon so, schaut aber halt einfach wirklich potthässlich aus. Dafür gibt's noch die ganzen Informationen rund um den Release. 150 Stück nur von diesem Cover-Artwork, aber eben hier auf dem Mediabook zumindest einmal außen nicht irgendwie merklich durchnummeriert oder sonst was. Aber ist im Endeffekt wirklich sehr standardmäßig aufbereitet. Eigentlich ein 0815 Mediabook, aber mit einem großartigen Cover-Artwork, muss man sagen. Dann bekommen wir auf der linken Seite die Blu-ray mit einem relativ einfachen Bedruck und auf der rechten Seite dann mit einem Bild, das mich eher an das Backcover erinnert, sehr, sehr schön. Hier vor allem finde ich auch ein bisschen interessant mit den anderen Farben, wie das aufbereitet wurde auf der DVD, sowie
Auch spannend, ja. Das Innenartwork, das besteht in dem Fall aus einer durchgehenden Szene. Das Einzige, was ich ein bisschen komisch finde, ich weiß nicht, wieso es notwendig war, zweimal in dieses Bild Bone Tomahawk hineinzuschreiben. Das schaut fast so aus, als hätte ich mir von diesem Mediabook nicht das Mediabook gekauft, sondern irgendwo einen Pressescreener bekommen und als hätte die Screener-Verleihfirma noch da irgendwo sich absichern müssen. Das ist ein bisschen seltsam. Ich meine, ganz ehrlich, meistens sind ja eh die Discs drauf, aber wenn die Discs nicht drauf sind, finde ich, ist es nicht notwendig, da den Filmtitel noch zweimal zu haben. Wir bekommen im Inneren mit einem verdächtigen Rahmen nochmal zwei verschiedene Artworks zu dem Film. Einerseits hier mit einer auch sehr, sehr interessanten Titelschriftart, beziehungsweise dann das Postermotiv, das ich persönlich eigentlich auch ziemlich geil finde, das eben bei unserem Mediabook, das ich euch gerade zeige, für das Backcover verwendet wurde. Und na, ernsthaft, sie haben wirklich diese Schriftart vom Backcover für das ganze Booklet verwendet. Wow. War da in der gesamten Produktionsreihe von diesem Mediabook nicht eine einzige Person, die irgendwann einmal gesagt hat, du, ist eine nette Idee, aber schaut wirklich, wirklich nicht gut aus. Hätte ich irgendwie interessant gefunden. Naja, wir bekommen in dieser schrecklichen Schriftart einen Text von dem von mir sehr, sehr, sehr geschätzten Autor Christoph Kellerbach. Außerdem der Film übrigens von keinem geringeren als S. Craig Zahler inszeniert. Ach ja, aufs Frontcover muss man dafür schauen. Den einige vielleicht kennen von Brawl in Cell Block 99, der mit Dragged Across Concrete in Kürze sein nächstes Werk abliefern wird. Da ist aber, finde ich, mit Ausnahme von der schrecklichen Schriftart das Booklet ganz nett gestaltet worden, wenngleich auch wieder wirklich sehr einfach das Ganze irgendwie. Aber im Endeffekt ist es ein wirkliches 0815 Mediabook. Muss man leider sagen, von der Gestaltung her sehr einfach ausgefallen, sehr seltsam ausgefallen. Da hätte das Artwork von Adrian Keindorf eigentlich wirklich was Besseres verdient. So ist meiner Meinung nach das Artwork von Adrian Keindorf das Einzige, das dieses Mediabook dazu rettet, als Gesamteindruck noch die Gesamtnote schick zu bekommen. Aber auch die wackelt eigentlich ein bisschen. Schade drum.